Ja, hallo Elektronikfreunde. In diesem Video möchte ich mal den Bau einer sehr, sehr großen Funkuhr zeigen. Ich habe zwar hier schon eine sehr große Uhr zu stehen, die ist ungefähr ja, so knapp 40 mal 13 cm groß. Ich möchte aber eine Uhr bauen, die doppelt so groß ist. Also doppelte Höhe, doppelte Länge, also ungefähr 80 cm lang. Und ja, das will ich einfach mal zeigen. Was ich mir überlegt habe, ist zunächst mal, wie man das eigentlich gestaltet. Also ich habe natürlich mir vorgestellt, dass man hier natürlich eine rote Plexiglasscheibe nimmt und dann eine Sperrholzplatte in dem Fall, die habe ich auch schon besorgt, wo man die einzelnen Segmente ausschneidet. Denn es ist ja so, diese Segmentanzeigen kriegt man ja in dieser sehr großen Größe gar nicht. Man muss es also irgendwie selber machen. Also ich würde dann hier in diese Platte, die ich hier habe, praktisch hier die Segmente ausschneiden. Dann brauche ich noch eine zweite Platte, wo ich später dann diese LED-Leisten sozusagen abschnittsweise raufklebe. Das ist zwar jetzt hier weiß, ich will aber rot nehmen, also ich muss da noch was kaufen. Also die werden dann hier raufgeklebt. Und so dass ich die einzelnen Segmente da habe und dann werden die natürlich miteinander verdrahtet. Und zu guter Letzt kommt natürlich die Elektronik noch dahinter. Und die wird die gleiche sein wie diese Uhr. Also ich nehme die gleiche Elektronik und adaptiere bloß dann die einzelnen Segmente nach vorne. Ja, so, das ist so sozusagen die Idee. Dazu sind ein paar Vorbereitungen notwendig. Also als erstes werde ich hier wirklich die Platte zuschneiden. Also die Segmente ausschneiden, auch nochmal lackieren sicherlich. Und ich muss vor allem noch Plexiglasscheibe besorgen und auch natürlich hier die roten LED-Leisten und die dann auch zurechtschneiden. So, zum Bau dieser großen Uhr habe ich zum einen als Frontplatte hier so eine große Buchenplatte genommen, die nachher ausgesägt wird. Die ist 4 mm dick. Und dann habe ich aus den Datenblättern hier diese Zeichnung von den 7 Segmentanzeigen rauskopiert, vergrößert und hier erstmal aufgeklebt, um zu gucken, wie die ganze Dimension so in etwa ist. Hier vorne ist noch so ein Minuszeichen, was dann später ausgesägt wird. Und hier in der Mitte sind auch die Doppelpunkte für die Uhr. Die Uhr hat jetzt hier in etwa, ich habe hier mal einen Zollstock angelegt, in etwa Abmaße von circa 80 mal 30 Zentimetern. Also relativ groß. Nach dem Aufkleben der 7 Segmentbilder sozusagen kann man mal Folgendes machen, oder sollte man Folgendes machen: hier mal eine Aluschiene nehmen und gucken, ob das alles einigermaßen gerade ist, also dass die alle wirklich parallel laufen. Und wenn man jetzt hier mal guckt, hier ist das ziemlich gerade und damit sieht es dann nachher später, wenn man es aussieht, auch nicht irgendwie schief aus oder so. Ich habe jetzt hier die Platte mal zugeschnitten, wie man sieht, und hier ins Fenster gestellt. Und der nächste Schritt ist praktisch, dass man hier diese Segmente von dem Papier einfach mit dem Cuttermesser ausschneidet. Dann kann man das nachher markieren und dann weiß man nachher, wo man dort praktisch die Segmente ausschneiden muss aus dem Holz. So, ich schneide hier mal das aus und zeige das mal, wie ich das mache. Einfach hier langziehen. Hier oben, dann hier an der Seite. So, jetzt weiß ich also da, wo ich es ausschneiden soll im Holz. So, ich habe jetzt hier die ganzen Segmente ausgeschnitten, wie man sieht, in das Papier. Und der nächste Schritt ist, wäre jetzt mal mit dem Marker, Textmarker oder was auch immer, einfach mal hier die Marke zu markieren auf dem Holz, damit man nachher weiß, praktisch wo da was weggeschnitten wird im Holz. Das reicht also so auf diese Art. Der nächste Schritt wäre dann, dass man hier ein paar Löcher bohrt und dann das hier sauber mit der Stichsäge aussägt. Ja, hier mal der Vergleich. Auf der rechten Seite ist noch das Papier drauf. Ich habe es hier mal runtergeklappt auf der linken Seite und man sieht jetzt schön, dort, wo man mit der Stichsäge praktisch die Segmente aussägen muss.
So, jetzt bohre ich pro Segment zwei Löcher hier einfach rein. In dem Fall habe ich jetzt einen 8 mm Holzbohrer. Ich habe jetzt nun die Segmente hier ausgeschnitten und nochmal nachgefeilt so ein bisschen. Es ist teilweise nicht so ganz so schön geworden, aber es geht trotzdem. Und auch hier die Löcher für den Doppelpunkt größer gebohrt. Hier in der Mitte kommt der Infrarotsensor rein. Und so sieht das jetzt eben aus. Ich habe hier so eine rote Platte noch dahinter, damit man es mal ein bisschen sieht. Dann habe ich die ganzen Stellen hier mit dem Holzkit, die jetzt so unschön waren, nochmal nachgebessert. Also irgendwelche Dellen oder Rillen, die da drin waren. Und danach habe ich alles plan geschliffen. Also mehrmals plan schleifen, dass man wirklich eine ganz gute, glatte Oberfläche hat. Und im nächsten Schritt werde ich das Ding jetzt erstmal lackieren, und zwar schwarz, damit man das Holz nachher, wenn nachher die Plexiglasscheibe rüberkommt, praktisch nicht so als Holz sieht, sondern dass es schwarz ist. Hier ist jetzt das Ergebnis zu sehen nach dem Lackieren. Zweimal schwarz gestrichen. Und so sieht es einigermaßen gleichmäßig aus. Ja, und der nächste Schritt wäre dann die Plexiglasscheibe, die also davor kommt, zuzuschneiden und dann zu montieren. Nachdem ich jetzt die Segmente ausgeschnitten habe aus der Sperrholzplatte, möchte ich ganz gerne mal nochmal die einzelnen Schichten zeigen. Also hier ist die erste Schicht sozusagen, das ist jetzt hier die Plexiglasscheibe. Da ist noch eine Schutzfolie drauf, die kommt später ab. Das ist sozusagen die erste Schicht. Dann kommt die zweite Schicht, eben hier die ausgeschnittene Sperrholzplatte. Und die dritte Schicht ist praktisch hier die Schicht, wo die Segmente hier aufgeklebt werden in Form von diesen Streifen. Man sieht, ich habe hier auch schon die Sachen aufgezeichnet. Ich gehe mal hier näher ran und zeige das mal. Also jetzt ist hier praktisch ein Segment zu sehen. Und ich habe hier in der Mitte schon mal so einen Streifen testweise raufgeklebt. Ja, sodass der hier genau innerhalb dieses Segments, dass dort die Leuchtdioden passen. Es darf also nicht überstehen, sonst würde das also nicht mehr passen. Auch diese LED-Streifen müssen praktisch vorbereitet werden. Und zwar ist es so, dass immer drei Leuchtdioden zusammen geschaltet sind. Hier gehen an 12 Volt mit entsprechenden Vorwiderständen. Also ich habe immer Dreiergruppen. Ich kann aber hier leider nur insgesamt 5 gebrauchen. Das heißt, eine muss erstmal ausgelötet werden und auch überbrückt werden. Und dann müssen natürlich die drei Widerstände für die LEDs entsprechend angepasst werden, weil der Strom soll der gleiche sein, der da durchfließt. Also muss hier ein anderer Widerstand rein. Und wie man das jetzt berechnet und was man da tun muss, um eine gleiche Lichtstärke zu bekommen, das zeige ich jetzt einfach mal. Damit die Leuchtdioden gleichmäßig leuchten, muss durch diese dann auch der gleiche Strom fließen. Ich habe hier mal so eine Skizze gemacht, wie diese LED-Leisten aufgebaut sind. Es sind immer SMD-LEDs mit jeweils drei Leuchtdioden drin. Und die sind dann aber hier praktisch in Reihe geschaltet, so wie es hier zu sehen ist. Und jeder von diesen Reihen hat praktisch hier einen Vorwiderstand von 330 Ohm. Also das Label ist 331, ist 33 mal 10 hoch 1, das muss hier eine 3 sein. Sind also 330 Ohm. Und was ich jetzt gemacht habe, ich habe einfach mal hier beim Anlegen einer von 12 Volt, das ist die normale Betriebsspannung für die LED-Leisten, da habe ich die Spannung über den Widerstand gemessen und die war hier 5,44 Volt. Mit dieser Information kann ich nun den Strom durch jede Leuchtdiode berechnen oder durch jeden Zweig hier. In dem Fall ist es dann eben 5,48 Volt geteilt durch 330 Ohm sind 16,6 mA. Das heißt also, hier fließen jeweils 16,6 mA. Und was noch wichtig ist, ist nämlich die Spannung pro Leuchtdiode. Die ergibt sich praktisch aus den 12 Volt, die ich angelegt habe, minus den 5,44 Volt, geteilt durch 3, weil es sind 3 in Reihe. Und da komme ich pro Leuchtdiode auf 2,18 Volt. Mit dieser Angabe kann ich jetzt die Konstellation so berechnen, dass ich eben nur zwei Leuchtdioden hier in Reihe schalte. 2,18 Volt jeweils.
Der Rest zu 12 Volt sind dann die 7,64 Volt. Der Strom bleibt gleich, damit die Lichtintensität gleich bleibt. Und somit komme ich auf einen Widerstand von 460 Ohm. Also ich nehme dann hier einen 470 Ohm. Das heißt, die neuen Widerstände hier auf den Streifen, also die ich dann hier auslöte, bei zweien kommen also drei neue Widerstände von jeweils 470 Ohm rein. Ich habe jetzt bei einem Streifen mal hier eine Leuchtdiode ausgelötet auf dieser Seite und habe diese bei drei Widerstände getauscht. Die sind jetzt 470 Ohm. Man sieht hier die Kodierung 4700, also 470 mal 10 hoch 0. 10 hoch 0 ist 1, also 470 Ohm. Und werde jetzt einfach nochmal kurz kontrollieren, ob die Helligkeit soweit stimmt und ob auch sozusagen hier die Rechnung stimmt. Ich werde also dann hier mal die Spannung über 470 Ohm mal messen. Ich schalte jetzt mal die 12 Volt ein. Man sieht die Leuchtdioden leuchten. Aus meiner Sicht ist es auch ziemlich gleichmäßig. Und wenn ich jetzt auf der rechten Seite mal hier einfach einen Widerstand nehme und dort messe, komme ich auf 7,62. Ist doch prima. 7,64 habe ich ausgerechnet. Also es funktioniert und jetzt werde ich erstmal alle Streifen soweit vorbereiten, so wie es hier ist, und danach dann auf die große Platte aufkleben. Die Streifen habe ich jetzt hier alle mal ja, sorgfältig zurechtgeschnitten, Widerstände eingelötet und hier mal auf die Platte geklebt. Das Problem, was dabei entsteht, sind so ein paar Überlappungen. Und da habe ich einfach nochmal hier die Reste vom Klebeband einfach mal drunter gelegt, dass es da keinen Kontakt gibt. Und hier an der einen Stelle hier unten, da geht es leider auch nicht, da überlappt sich das auch. Ja, weil die eine Seite eben etwas länger hier ist. Und ja, dann kommt es eben zu so einer Überlappung. Ja, aber ich denke mal nicht, dass es von der Funktion her dann eine Einschränkung ist. Im nächsten Schritt werde ich jetzt die Sachen verdrahten und danach mal diese schwarze Platte rüberlegen und schauen, wie das aussieht, wenn man da so einzelne Segmente mal einschaltet. Wie man sieht, habe ich jetzt alle Segmente hier soweit aufgeklebt. Hier an der Seite auch noch mal ein bisschen ja, abgeschnitten. Ich gehe da jetzt einfach mal im Detail rein. Moment. So sieht es hier aus. Also ich habe zuerst hier die Anode verlegt mit dem Draht und dann hier mit den Anoden praktisch verbunden. Und dann habe ich Löcher gebohrt für die Kathoden. Ich zeige das gleich nochmal auf der Rückseite. Und habe entsprechend dann hier zum Beispiel mal abgeschnitten hier die von dem Lötstreifen hier praktisch, dass es nicht überlappt. Hier oben auch. Also so ein bisschen modifiziert, dass es natürlich einen guten Kontakt auf jeden Fall hat. Und ich zeige jetzt gleich mal die Rückseite. Die Rückseite, da, die sieht jetzt im Moment so aus. Dann jetzt also praktisch die ganzen Kathoden hier, diese waagerecht verlaufenden Drähte. Und hier die roten, das sind dann praktisch die Anoden. Jetzt werde ich erstmal noch einen Funktionstest machen und den einfach mal zeigen. Für den Funktionstest habe ich hier alle Anoden schon zusammengelötet und auch schon alles Netzteil hier angeschlossen an Plus. Und jetzt gehe ich einfach mal hier an die Segmente ran und teste die einfach mal. Ich habe hier an den Litzen auch praktisch gelabelt, welches Segment es letztendlich ist. Also jetzt habe ich A, sollten alle vier leuchten. Genau, gehen wir mal durch. B geht auch. C geht auch. Wo ist D? Hier ist D. Geht auch. E geht auch. F geht. Und G funktioniert auch. Also alle Segmente funktionieren erstmal soweit. So einen Test sollte man auf jeden Fall machen, bevor man jetzt hier die Front irgendwie zusammenschraubt. Ich stelle einfach mal die Front auch davor, damit man sieht, wie das dann aussieht. Also die passt ja hier genau rein. Und was ich auch noch mache, ich werde schon mal die Plexiglasscheibe nehmen und auch davor stellen. Und jetzt werde ich auch noch mal hier ein Segment noch mal anmachen, irgendwie, wie ich gehe.
Ja, also sieht man, ist jetzt noch nicht ganz hundertprozentig scharf sozusagen zu sehen, aber wenn ich jetzt hier das zusammenschraube, dann gibt es doch ein ganz gutes Licht und man sieht dann die einzelnen Leuchtdioden nicht mehr so stark. Darauf kommt es ja dann an bei der Plexiglasscheibe. Was ich machen werde bei der Plexiglasscheibe, ich hatte ja gesagt, es gibt hier eine Schutzfolie, das ist eine weiße in dem Fall, die werde ich drauflassen. Die werde ich drauflassen und die kommt in Richtung Leuchtdioden praktisch, also sie wird so rangemacht und die Schutzfolie, die jetzt noch hier drauf ist, die werde ich abmachen. Also so bekommt man wirklich ein ganz gutes Licht, ein ganz gutes Bild von den einzelnen Segmenten. Nach diesem Funktionstest und nachdem ich jetzt nun wirklich alle Leuchtdioden hier wirklich auch angeschlossen habe, also auch hier die Punkte und den Doppelpunkt in der Mitte, werde ich jetzt die schwarze Frontplatte hier mit dieser anderen Platte hier verschrauben. Und zwar ja, mit ganz normalen Senkschrauben hier in dem Fall, also M4, und zwar 3 oben, 3 unten, gut verteilt, also in der Ecke und dann in der Mitte. Und dann werde ich noch zusätzlich kleinere Schrauben nehmen, M3, und jeweils hier, ja, und hier und dort auch nochmal verschrauben, damit diese schwarze Platte wirklich ganz dicht jetzt an der anderen Platte anliegt, sodass das Licht jetzt nicht zur Seite wegstrahlen kann. Um die Platten miteinander zu verschrauben, habe ich sie natürlich übereinander gelegt und jetzt genau ausgerichtet. Also dass hier wirklich die Leuchtdioden genau passen und wenn man jetzt also hier rüber geht, auch zur anderen Seite, hier an diesem Punkt in dem Moment von dem Segment, dass hier die relativ gut in der Mitte sitzt. Ich habe es dann mit Klemmen hier befestigt, beide Hölzer praktisch. Die liegen also jetzt hier übereinander, wie man sieht. Und jetzt werde ich Folgendes machen. Ich werde jetzt in jeder Ecke hier ein 4,5 mm Loch bohren und dann miteinander verschrauben. Dann passt das erstmal und danach kommen dann die Bogen, die 3 mm Bogen in der Mitte noch. Wie man sieht, habe ich jetzt alles miteinander verschraubt. Hier sind die Schrauben drin. Und hier, man muss natürlich aufpassen, wenn man bohrt, dass man auf der Rückseite jetzt hier die Drähte nicht trifft. Aber normalerweise sieht man das schon dort, wo praktisch auf der Frontseite hier praktisch ein Draht runtergeht. Dann weiß ich, in der Höhe ist also die Kathode, also darf ich da nicht bohren. Ich habe jetzt hier in der Mitte praktisch eine Bohrung gesetzt und auch auf der anderen Seite hier. Und da ist also kein Draht und man sieht, also hier sind jetzt die Schrauben zu sehen und ja, damit sind die erstmal miteinander verschraubt und der nächste Schritt wäre jetzt hier eine weitere Verschraubung vorzunehmen bzw. Abstandsbolzen zu montieren, um die Elektronik hier aufzuschrauben. Für die Elektronik werde ich so eine Lochplatte hier nehmen. Ich habe die schon vorbereitet, also hier sind Abstandsbolzen jetzt für die Elektronik und ich habe auch hier in das Brett 4 Abstandsbolzen montiert, sodass ich nachher das Lochblech hier praktisch hier anschrauben kann. Ich mache das mal ein bisschen runter. Und dann kommt hier praktisch die Elektronik rauf. Also so wird die dann raufgeschraubt. Das hat den Vorteil, dass ich praktisch dann hier nochmal eventuell andere Module anschrauben kann. Und ich kann das Gesamte auch dann nochmal abschrauben, wenn es notwendig werden soll. Wie man sieht, habe ich jetzt hier die Leiterplatte auf das Lochblech geschraubt. Und was ich auch schon gemacht habe, ich habe hier die einzelnen Segmente hier mal lose schon verbunden und angelötet, um natürlich schon vorab erstmal so einen Funktionstest zu machen, ob das alles funktioniert, also die Anzeige dann. Und als nächstes werde ich erstmal hier die Batterie einsetzen, hier für diese Realtime-Clock. Und dann werde ich einen Funktionstest durchführen, das heißt, ich werde die DCF-Antenne hier anschließen, 12 Volt natürlich in dem Fall. Und dann soll die Uhr sich synchronisieren und sollte dann eigentlich auch die Uhrzeit dann entsprechend anzeigen. Ich werde dazu jetzt erstmal die Uhr umdrehen hier und dann kurz zeigen, dass es dann funktioniert oder wie das funktioniert. Mal hier kurz umgedreht. Und jetzt muss ich natürlich die
12 Volt noch anschließen und auch die Antenne. Zunächst einmal die Spannungsversorgung. 12 Volt. Ist dran an die Antenne. Hier mal anschließen. So. Und ja, die Uhr zeigt jetzt 0 Uhr 5 an, weil die Batterie jetzt schon eine Weile drin ist, also 5 Minuten genau. Und er zeigt aber hier jetzt auch schon die Temperatur an. Und jetzt ist die Frage, ob ich hier Empfang habe. Das ist hier die Antenne. Die müsste eigentlich gleichmäßig blinken, macht sie im Moment nicht. Wenn ich sie allerdings hier zur Seite stelle, hoffe ich, zum Fenster hin, hat sie Empfang. Das sieht man dann auch an dem blinkenden Punkt in der Mitte. Hier. Also hier blinkt er relativ gleichmäßig. Das heißt, ich werde die Uhr jetzt erstmal laufen lassen, damit sie sich synchronisiert. Und ja, dann geht es dann weiter mit dem Gesamtzusammenbau auch. Die Uhr hat sich synchronisiert und geht demnach. Und jetzt kann ich mich um den Zusammenbau kümmern. Dazu muss ich allerdings erstmal was auseinandernehmen. Ich habe nämlich die Lochplatte wieder abgemacht und auch die Leiterplatte abgeschraubt, weil ich natürlich hier die Verdrahtung erstmal fertig machen wollte, insofern, dass hier ein bisschen Ordnung geschaffen wird. Ich habe hier die Litzen praktisch hier zusammengeführt, die zusammengehören, also das sind jetzt hier die Segmente und auch dann die Anoden. Hier ist in der Mitte der Infrarotsensor, nachher um die Uhr zu steuern. Und ich habe das erstmal etwas schöner verlegt und im nächsten Schritt werde ich also wieder das Lochblech anschrauben und die Leiterplatte auch anschrauben. Ich werde nachher die Drähte praktisch anstecken an die Leiterplatte und dazu habe ich hier schon Stiftleisten angelötet, wo die verschiedensten Sachen dann eben rankommen. Also hier sieht man da die Stiftleisten und da kommen jetzt praktisch dann die Drähte ran von den Segmenten und auch die Anoden und natürlich auch der Infrarotsensor. Damit geht es dann jetzt also erstmal weiter. Die Verdrahtung habe ich jetzt erstmal soweit durchgeführt. Also man sieht hier, ich habe das hier schön verlegt. Ich habe auch noch einen alten Kabelkanal hier gefunden. Das ist so ein ganz flacher. Das ist optimal, da kann man die also reinlegen und nachher mache ich das einfach hier nur zu. So dass es dann auch ein bisschen geschützt und ein bisschen vernünftig aussieht. Also es fliegt jetzt auch nichts mehr rum. Es ist alles angeschlossen. Und ich gehe mal kurz ins Detail hier mit den Steckverbindern, wie ich das gemacht habe. Wie vorhin ja schon gezeigt, es sind auf der Leiterplatte Stiftleisten angelötet. Und ich habe hier praktisch diese Buchsenleiste genommen, um jetzt hier praktisch die Verbindung zu schaffen. Wenn man so einen Steckkontakt verwendet, ist es wichtig, dass auf beiden Seiten das gleiche Material praktisch verwendet wird. Also hier ist es sehr vergoldet, also die Stiftleiste sollte dann auch vergoldet sein und nicht verzinnt oder versilbert oder irgend sowas. Das habe ich hier auch gemacht, also sind beide Seiten vergoldet, sodass es hier einen ganz guten Kontakt und sicheren Kontakt gibt. Die Stecker werde ich hier noch versuchen zu ummanteln und zwar mit Heißkleber. Also dass das sozusagen hier nochmal in dem Kontaktbereich, also da wo gelötet wurde, besser gesagt, nochmal ummantelt wird mit Heißkleber, sodass es geschützt ist und dass es auch nicht irgendwie mal irgendwie abfallen kann durch Vibration oder irgend sowas. Also ich werde es mit dem Heißkleber noch machen und dann ist es erstmal soweit getan damit. Jetzt fehlt dann am Ende natürlich noch eine Art Rückwand oder sowas, die man hier hinter dann noch anschraubt. Ich habe da auch schon ein Kunststoffteil, was ich da irgendwie raufschrauben werde und das zeige ich dann im nächsten Schritt. Für die Rückwand werde ich hier so eine graue Schaumplatte nehmen, Hartschaumplatte und die dann genau zurechtschneiden hier, sodass nachher die Größe hat wie die Frontplatte, also wie diese Plexiglasscheibe. Anschließend soll diese Rückplatte oder Rückwand hier auf diesen schon bereits montierten Abstandsbolzen aufliegen. Dadurch, dass die etwas niedriger sind als die Leiterplatte hier und das Blech, muss ich also hier noch einen Ausschnitt in diese Rückplatte schneiden, damit ich dann eben auch komplett an die Elektronik rankomme, auch wenn die Rückwand praktisch montiert ist.
Diese ganze Konstruktion, also die Rückwand, die Leiterplatte hier und nachher auch die Frontseite, soll mittels Aluschienen festgehalten werden. Und zwar von oben und von unten. Und ich will das jetzt mal praktisch im Querschnitt kurz zeigen, hier mit Hilfe dieser Platte, wie das dann nachher aussieht, an der Seite. Ich habe jetzt hier die Rückwand schon mal zurechtgeschnitten und auch Löcher gebohrt. Und ich will mal jetzt von der Seite zeigen, wie das nachher aussehen soll. Dazu nehme ich hier dieses Aluprofil und das Aluprofil soll praktisch alle Platten hier zusammenhalten. Also praktisch so. Und auf der anderen Seite natürlich genauso. Und das Ganze soll dann fest montiert werden hier mittels einer Gewindestange. Da werden dann praktisch noch Muttern drauf geschraubt. Und das Ganze wird dann so zusammengeschraubt, dass das Ganze über diese Gewindestangen praktisch hält. Also dann so mittig irgendwie. Und ja, das wäre jetzt der nächste Schritt, dass ich die Platte nochmal komplett zurechtschneide, das heißt den Ausschnitt reinschneide, alle Löcher bohre und dann die Alu-Schienen zurechtschneide in der Länge und natürlich auch Löcher bohre für die Gewindestange und dann kann ich das alles komplett montieren. Wie man sieht, ist jetzt die Rückwand vorbereitet worden, das heißt also alle Löcher sind gebohrt. Ich habe hier den Ausschnitt für die Elektronik inklusive Kabelkanal geschnitten. Es liegt also auch gut auf. Hier ist noch Schutzfolie drauf, die mache ich ganz am Ende ab. Und was ich auch noch gemacht habe, ist, ich habe jetzt praktisch diese Profile vorbereitet. Das will ich mal kurz zeigen. Ich hoffe, dass man das sieht in der Kamera. Ich habe also hier Löcher gebohrt und dort eine Gewindestange montiert. Ja, die ist hier, geht hier bis zum Ende. Und jetzt werde ich praktisch oben und unten diese Profile montieren. Und dann sieht man nachher das Gesamtergebnis. Dazu werde ich jetzt die Schiene hier oben anlegen und zusammenschieben, die Teile. Alles passt. Auf der rechten Seite dann auch. Ich zeige das gleich nochmal im Detail, wie das dann aussieht. So, das ist praktisch der erste Schritt. Im zweiten Schritt natürlich die untere Schiene, die wird dann eben auch angelegt. Und da gehe ich jetzt mal ins Detail, wie das aussieht mit den Verschraubungen. So sieht es hier im Moment von der Seite aus. Also hier auf der rechten Seite ist die Gewindestange schon verschraubt, schon vorher gewesen. Und ich werde jetzt praktisch hier diese linke Seite reinsetzen in die Schiene, so und auch verschrauben. Im hinteren Teil natürlich genauso. Und jetzt wird praktisch hier noch die Mutter angeschraubt und das Ganze dann ja, befestigt, dass es nachher auch fest ist. Und auch nicht hin und her rutscht. Also man muss hier den Abstand so ein bisschen abmessen und gucken, dass es einigermaßen denn stabil ist und nicht hin und her rutscht. Gut, diese ganze Sache ist jetzt hier verschraubt und ich werde das Ding einfach mal aufstellen, damit man sieht, wie das insgesamt aussieht. Das sieht jetzt also so aus. Und ja, das sieht doch eigentlich ganz, ganz nett aus. Ja, beides ist dran, es hält auch. Und ja, im nächsten Schritt muss ich dafür sorgen, dass praktisch hier noch ein Kasten drüber kommt, der irgendwie abnehmbar ist für die Elektronik, dass man da immer irgendwie rankommt. Bei der Gestaltung des Deckels kommt es mir darauf an, dass ich eigentlich keine Schrauben haben will. Also ich möchte hier nicht irgendwas aufschrauben auf die Rückwand. Deswegen habe ich mich jetzt entschlossen, hier einen Deckel zu gestalten, den ich hier von der Seite raufschiebe, der dann auch nur bis einer bestimmten Position sozusagen hier eingeschoben wird. Auf der einen Seite auch eine Rückwand hat und auf der anderen Seite kann ich dann zum Beispiel den Stromanschluss rausführen. Ich zeige das jetzt mal von der Seite, diese Führung hier. Von der Seite sieht es nun so aus, dass ich hier zwei Kunststoffleisten übereinander geklebt habe, derzeit noch mit Doppelklebeband. Die eine ist etwas kürzer, die andere ist etwas länger hier und auch auf der anderen Seite, sodass ich später, wenn ich diesen Deckel gestaltet habe, den hier wirklich reinschieben kann. Ich zeige das hier mal mit dieser einfachen Platte. Also ich könnte dann hier praktisch, wenn der Deckel genau stimmt, dann hier reinschieben, dann bis zum Ende auch. Und das hält eigentlich ganz gut. Und jetzt muss ich noch den Deckel dann erstmal formen. Dazu will ich hier so eine Hartschaumplatte natürlich nehmen und werde die mit einem Heißluftföhn verbiegen und werde mir dazu allerdings auch noch so eine Art Form bauen, dass es einigermaßen vernünftig aussieht, dass es also nicht so krumpelig aussieht am Ende, sondern natürlich auch schön aussehen. Die Form besteht jetzt in dem Fall eigentlich nur aus einem Holzbrett, was ich ihm zugeschnitten habe. Und zwar werde ich jetzt praktisch hier
den Kunststoff umbiegen und auf der anderen Seite auch, sodass nachher das hier die praktisch die Deckfläche sozusagen ist. Und ja, das eigentlich einigermaßen gut dann erstmal gebogen ist. Im Anschluss daran muss ich natürlich diese U-Form nochmal abwinkeln nach außen, damit es dann praktisch hier auch dann reinpasst. Um die Hartschaumplatte vernünftig biegen zu können, habe ich diese erstmal hier auf das Holz geklebt mit Klebestreifen. Und im nächsten Schritt werde ich jetzt den Heißluftföhn nehmen und hier innen lang führen und dann nach vorne sozusagen Schritt für Schritt dieses Seitenteil umbiegen. So ist dann gewährleistet, dass es wirklich eine saubere Biegung wird und das vernünftig aussieht. Wie man sieht, habe ich jetzt beide Seiten hier umgebogen und sieht auch einigermaßen passabel aus. Ist einigermaßen gerade. Man sollte auch mal so gucken, ob dort hier das Parallel einigermaßen ist. Also hier wäre ein bisschen besser jetzt sein können, aber ist eigentlich ganz okay. Und im nächsten Schritt werde ich natürlich jetzt praktisch hier auf beiden Seiten hier nochmal diese Richtung hier umbiegen, damit ich das nachher reinschieben kann. Und dazu nehme ich noch ein anderes Holz. Ich werde es hier auch dagegen kleben und dann hier vorsichtig mit dem Heißluftföhn erhitzen und dann sauber umbiegen, sodass dann das eigentlich auch gut passen sollte. Der Deckel ist gebogen, wie man sieht, auf beiden Seiten hier. Und jetzt muss ich den nur noch zuschneiden an den Rändern, dass ich den praktisch hier dort. Ich mache mal die Kamera etwas höher hier und zoome da rein, dass es praktisch hier dann eingeschoben werden kann auf beiden Seiten. Also ich muss hier noch kürzen auf beiden Seiten, dann sollte eigentlich der Deckel auch passen. Auf beiden Seiten habe ich hier den Deckel nun gekürzt und wie man sieht, der passt jetzt hier auch rein. Geht noch ein bisschen schwergängig. Das heißt, ich muss mir noch mal überlegen, wie ich das etwas leichtgängiger mache. Ist noch wirklich sehr, sehr schwergängig. Aber im Prinzip funktioniert es und sieht eigentlich auch ganz gut aus. So ist das Gehäuse jetzt praktisch auch hier geschlossen und die Elektronik ist geschützt. So, dieses Gehäuse, die Kappe passt schon ganz gut, geht auch etwas leichtgängiger drin. Ich habe Folgendes gemacht: Ich habe praktisch hier mehr Doppelklebebänder runtergeklebt, sodass das alles etwas höher wird, also nur das obere praktisch. Und dadurch geht es etwas leichtgängiger. Außerdem habe ich jetzt hier nochmal mit Heißkleber das alles verklebt, dass es ein bisschen stabiler wird. Denn das Doppelklebeband hält vielleicht doch nicht so stark, wie man vielleicht dann vermuten lässt. Auf der anderen Seite habe ich hier damit, achso, die Kappe, die ist auf der anderen Seite auch zu jetzt. Ich habe dort also auch nochmal ein Kunststoffteil eingesetzt und mit Heißkleber verklebt, dass die Kappe auf einer Seite zu ist. Auf der anderen Seite ist er auf, wie man sieht. Und damit komplett alles zu ist, praktisch, wenn ich das Gehäuse zumache, habe ich hier auf der rechten Seite hier einen Teil praktisch ausgeschnitten, was nachher hier praktisch reingesetzt wird. Ich zeige das gleich mal im Detail. Also hier ist das Teil, was ich praktisch ausgeschnitten habe, passend zu der Kappe. Das kommt jetzt hier rein, wird auch noch mal verklebt. Und wenn ich jetzt hier den Deckel praktisch zumache, dann praktisch ist das Gehäuse komplett auch geschlossen. Es ist auch eine Markierung hier vorgesehen, die ist eigentlich jetzt zwar nicht mehr notwendig, aber dass man praktisch hier in diese Richtung das Ding zuschiebt. Hier sieht man jetzt das Seitenteil und ich habe das bereits festgeklebt, wie man hier sieht. Und durch die Verzahnung, die man ja vorgesehen hat, kann es auch nicht so schnell abbrechen. Also es ist wirklich sehr stabil. Und hier noch einige Dinge, die ich noch gemacht habe. Ich habe hier so einen Schlitz reingefeilt. Da kommt nachher das Kabel von dem Netzteil praktisch durch. Dann ist hier eine Zugentlastung mit einem Kabelbinder realisiert. Und dann habe ich hier noch zwei Löcher gebohrt. Da kommt nachher einfach das Schaltnetzteil rein. Also wenn man unterwegs ist, dann kann es einfach so reingesteckt werden. Von innen sieht jetzt die Seitenwand so aus. Hier ist dieser Schlitz für das Kabel fürs Netzteil später. Hier ist die Zugentlastung und hier sind die beiden Bohrungen für das Steckernetzteil. Und hier in der Mitte ist dann der Hohlstecker vom Netzteil. In dem Fall ist es ein gewinkelter Hohlstecker, weil es sonst mit der Höhe des Gehäuses nicht passen würde. Wenn man das Gehäuse jetzt zumachen will, dann legt man einfach hier auf der rechten Seite das Kabel hier in diesen Schlitz und schiebt das Gehäuse einfach zu. Und dann ist es jetzt einfach zu. Ich werde jetzt die Uhr hier mal aufstellen und das mit dem Kabel bzw. dem Netzteil hier zeigen.
So, hier ist ja das Kabel, was am Netzteil ja hängt, und das braucht man einfach nur hier reinzuschieben bis zum Ende. Es geht ganz gut, da ist genug Platz im Gehäuse drin, und am Ende stecke ich das Netzteil hier in die beiden Bohrungen rein und damit kann ich das Gerät transportieren. Was jetzt noch fehlt, ist so eine Art Aufsteller oder Fuß für die Uhr, da die ja alleine nicht steht. Die würde also hier umkippen, wenn man die einfach hinstellt. Und ich habe erst an ein paar Scharniere gedacht oder irgend sowas, aber es war mir alles zu kompliziert. Ich wollte es eigentlich so einfach wie möglich halten und habe hier auch eine Lösung mit einer Schiene und solch einer Konstruktion. Und da kann man jetzt erstmal gar nichts erkennen, deswegen werde ich die Uhr erstmal aufstellen und das dann im Detail zeigen. Die Uhr habe ich jetzt hier mal aufgestellt, und wie man sieht, sieht man hier auf der rechten Seite diesen Aufsteller. Es ist nichts anderes als hier eine Gewindestange, die ich hier oben gebogen habe und unten verschraubt habe, wiederum mit einer anderen Profilschiene. Und auf der anderen Seite ist genau das Gleiche. Den Winkel, den man hier biegt, das muss man ausprobieren. Ich habe da erstmal vorgebogen, habe geguckt, ob das einigermaßen passt. Und so sieht also das jetzt aus. Den Aufsteller kann man natürlich auch abnehmen, indem man den einfach hier aus der Bohrung nimmt. Und so kann man den dann einzeln mitnehmen, beziehungsweise die Uhr dann mit dem Aufsteller transportieren. Das ist also eine sehr einfache Möglichkeit. Und vom Gewicht her ist es auch nicht sehr schwer an sich. Da ich bis jetzt nur so viel über den Aufbau der Uhr erzählt habe, möchte ich auf die Elektronik ein bisschen eingehen. Also Herzstück dieser Uhr ist hier ein Atmega 32 Mikrocontroller. Die Uhr wird hier generell über 12 Volt versorgt, hat natürlich auch eine Sicherung hier drin. Hier ist der Anschluss für die DCF-Antenne. Da kommt normalerweise eine normale Konrad-Antenne rein, also die man da zu kaufen kriegt von Konrad. Hier ist noch eine USB-Schnittstelle. Für die USB-Schnittstelle ist hier ein FT232 verbaut worden, der die Verbindung praktisch zwischen USB und dem Mikrocontroller dann herstellt. Was ist hier noch? Hier haben wir eine der wichtigsten Teile hier auf dieser Uhr, ist nämlich diese Realtime-Clock. Die zählt sozusagen weiter, selbst wenn keine Spannung mehr angelegt wurde, dann läuft diese Uhr weiter, und beim nächsten Einschalten hat sie die normale Zeit wieder. Die hat hier in dem Fall eine Abweichung von einer Sekunde im Jahr, ist also dann sehr praktisch. Die funktioniert natürlich auch, wenn jetzt kein DCF-Signal vorhanden ist. Also wenn es nicht vorhanden ist, dann geht es auch über die Uhr natürlich. Was ist noch da? Wir haben hier unten einen Temperatursensor, der uns die Temperatur misst. Wir haben noch einen Beeper, der ist im Moment hier nicht aufgelötet, aber der wäre auch noch möglich. Und hier diese Bausteine sind die LED-Treibermodule oder ICs. In dem Fall sind es die TC4469. Die haben den Vorteil, dass ich eigentlich Displays verwenden kann mit einer gemeinsamen Anode oder mit einer gemeinsamen Kathode. Letztendlich wird es in der Software festgelegt, welche Displays dort angeschlossen sind. Das ist so der grobe Aufbau von der Elektronik. Zum Schluss möchte ich nochmal auf die Funktionen dieser Uhr kommen, die ich ja noch gar nicht erläutert habe. Und als erstes sei anzumerken, dass die Uhr generell hier über so eine normale Fernbedienung gesteuert wird. Wie man derzeit sieht, die Uhr zeigt die Uhrzeit an im Wechsel mit der Temperatur und auch dem Datum. Also als nächstes müsste jetzt hier gleich das Datum erscheinen. Genau, 24.04. Und das ist in der Software als sogenannter Mode hinterlegt. Also die Anzeigeoption, was angezeigt wird, also in dem Fall Uhr, Datum, Temperatur, ist ein sogenannter Mode. Ich komme gleich nochmal darauf zurück, weil den Mode möchte ich hier dann nämlich mal ändern und zeigen, wie ein anderer Mode aussehen kann. Um den Mode zu ändern, nehme ich die Fernbedienung und gehe hier in das Menü. Vorher muss ich einen Code eingeben. Das ist so eine Art Sicherheitsfeature jetzt hier. Und ich kann jetzt hier runtergehen in den Mode. Ich werde den mal ändern. Derzeit ist der Mode auf C2. Das ist eigentlich ein willkürlicher Name. Kann man nennen, wie man will in der Software. Und ich werde mal den Mode auf TFU einstellen. Und wenn man diesen Mode sich anguckt, dann sieht man, dass nur die Uhrzeit und die Temperatur angezeigt wird im Wechsel. Also das Datum erscheint jetzt hier nicht. Also warum ist so ein Mode überhaupt notwendig? Also man kann sich vielleicht vorstellen, dass in einer Büroumgebung ein Mode laufen soll, der zum Beispiel die Pausenzeiten mit anzeigt und wenn eine Pause anfängt oder aufhört, dass dann die Uhr meinetwegen anfängt zu blinken oder vielleicht ein Signalton ertönt, dass jetzt also die Pause ist oder so.
Das wäre durchaus möglich, in der Software dies zu implementieren. Weitere Einstellmöglichkeiten hier, die möchte ich mal kurz zeigen. Und zwar wäre da zum einen hier diese Stoppuhr, es ist eigentlich ein Timer eher, also so eine Art Küchentimer. Dann haben wir den Mode, das habe ich ja gerade schon mal gezeigt. Mit Illu kann ich verschiedene Helligkeitsstufen hier einstellen in der Uhr, die unter anderem auch in der Mode-Funktion implementiert sind. Mit Schedule kann ich in der Woche Termine einstellen, wo die Uhr Alarm geben soll. Mit Time kann ich die Zeit einstellen, das Datum auch, und zwar denn, wenn zum Beispiel die DCF-Antenne nicht vorhanden ist. Und mit Alarm habe ich praktisch eine Art Weckfunktion. Ich will einfach mal mit der Stoppuhr oder mit dem Timer anfangen. Ich kann hier also bis zu 90 Minuten einen Timer einstellen. Wäre zum Beispiel möglich, wenn man jetzt an so einen Küchentimer denkt, wo man was kocht und es darf nur maximal 10 Minuten kochen, dann stellt man hier 10 Minuten ein und dann startet der Timer, zählt runter und bei 0 gibt es dann einen Signalton. Ich will das mal hier kurz zeigen, und zwar will ich mal auf 2 Minuten gehen und den Timer starten, und dann sieht man, er fängt schon an zu blinken. Das heißt also, jetzt ist schon die Information jetzt gegeben, okay, Achtung, in 2 Minuten ist wirklich der Timer abgelaufen und dann muss man eben was tun, meinetwegen den Kochtopf von der Platte nehmen. Und ich werde das jetzt mal durchlaufen lassen bis zu einer Minute. Das dauert eben eine Minute, weil dann noch ein Signalton ertönt. Also warten wir mal kurz ab, bis der ertönt. Also eine Minute kann relativ lange dauern. Das ist also ein Feature hier von der Uhr, dass er zum einen blinkt bei einer bestimmten Zeit und bei einer Minute fängt er an, hier einen Ton zu erzeugen. Das dauert also noch ein bisschen. Mal schauen. Müsste eigentlich gleich da sein. Ja, man hat es jetzt gehört. Eine Minute. So eine Art Warnhinweis, dass jetzt wirklich also nur noch eine Minute ist und dann ist der Timer abgelaufen. Ich werde jetzt mal aus dem Timer-Mode rausgehen und werde mal den Illu-Mode zeigen. Der Illu-Mode kann verschiedene Helligkeitsstufen, da kann ich verschiedene Helligkeitsstufen einstellen, und zwar für bestimmte Zeiten, die wiederum in dem Mode eingestellt worden sind. Also D ist sozusagen für Dark, also für den dunkleren Mode, und B sozusagen für den helleren. Das macht den Sinn, dass man in dem Mode einstellen kann, zu welcher Zeit die Uhr sozusagen heller erscheinen soll oder heller gestellt werden soll und etwas dunkler. Das macht natürlich dann Sinn, wenn man jetzt nachts die Uhr abdunkeln will, dann kann man dort einstellen in dem Mode, meinetwegen zwischen 22 und 8 Uhr morgens soll die Uhr abgedunkelt sein und am Tag dann eben heller. Und diese Helligkeitsstufen kann ich hier einstellen. Ich habe jetzt die Helligkeitsstufe 23 für B, also für Brightness, also für den Tagesmodus eingestellt, sodass jetzt die Uhr nur so hell ist, wie sie jetzt gerade erscheint. Wenn ich ihn jetzt hier ändere, wiederum auf die Normalwert, der war hier bei B auf 25, dann erscheint eben die Uhr auch heller, wie man jetzt hier sieht. Was jetzt noch fehlt, ist eigentlich, wie macht sich die Uhr draußen, also wie erscheint sie draußen. Und dazu werde ich die Uhr einfach mal mit nach draußen nehmen und zeigen, wie die dort zu sehen ist, ob man die so gut ablesen kann. Die Uhr habe ich jetzt hier mal aufgestellt auf der Terrasse und man sieht, man kann sie eigentlich ganz gut erkennen, dadurch, dass sie auch abends nur verwendet wird. Spielt das Sonnenlicht auch keine Rolle, und insofern denke ich mal, ist jetzt das Projekt auch abgeschlossen und dann geht es zum nächsten Projekt. Ja, das war es mal wieder. Ich hoffe, es hat gefallen und weiterhin viel Spaß und tschüss.